Ja, Momo Leute, euer Seho hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Oh yeah. Und ihr habt mir gesagt, ich soll zuerst mal mit Deacon eine Quest machen. War Deacon nicht mein Begleiter, sag mal? Gute Arbeit in Augusta. Bittere Wahrheiten sind mir lieber als Weißt du Deacon? Trommler. Wer ist denn nochmal Deacon gewesen? Das ist Tüfteltom. Deacon war aber nicht der nee, das... Der hier, also nee, ein Railroad-Agent hatte die Waffe probiert, ne? Deacon war doch bestimmt unser Begleiter. Naja, egal. Wir klauen erstmal hier den Ventilator, denn den brauchen wir nämlich heute für den Livestream, den ich höchstwahrscheinlich ein bisschen später starte, weil... ist so. Und das Gute daran ist, dass natürlich der Livestream startet, bevor dieses Let's Play hier online geht. Deswegen, hey! Was soll's? YOLO. Achso, wir müssen die Quest abgeben, ne? Wir müssen natürlich erstmal die Quest abgeben. Deswegen sind wir hier. Dude. Hallo. Ja, Jahre später. Hey, du hast noch ein Schätzchen aufgebaut. Ja, her mit den leckeren Daten. Ich habe einen Hinweis auf einen neuen Aussichtspunkt, wenn du Zeit hast. Ja, komm, lieber Oder mal her. Wir gehen einfach shoppen. Befreundete. Eine Kiste. Gefahr. In die Richtung. Sicheres Plätzchen. Todesfalle. Das wirst du niemals merken können. Aber egal. Wir ziehen los und werden heute mal ein weiteres Similarstück aufbauen. Wir es hier jetzt langsam mal schaffen. Dafür müssen wir. Ja, wo genau hin? Sehe es nicht. Ach, da. Sehe es. Zum Backstreet Appell. Und da waren wir sogar schon. Mensch, ich bin begeistert. Und ich bin auch begeistert davon, dass wir jetzt hier schnell reisen können. Meine Güte. Hätte ich das früher gewusst, wie viel Zeit hätte es uns gespart. Oh mein Gott. Oh. Der Grund dafür, dass der Stream länger bzw. später startet, ist, weil ich dieses Video noch hochladen werde. Ich hab was gehört. Und währenddessen möchte ich ungern streamen. Ach. Glaubst du, du siehst mich schon. Sollte auf jeden Fall vermeiden, das Auto zu treffen. Was? Wisdom! Okay. Surprise. Sag mal, bist du... Ich glaube, der war ein bisschen überrascht davon, dass ich ihn getroffen habe. Ich glaube, das Auto geht gar nicht in die Luft. So, wir schleichen uns da einfach jetzt rein und dann ist gut. Ich muss schon sagen, wir sind schon ziemlich stark geworden. Wir sind schon eher als OP. Ich möchte unbedingt noch eine neue Waffe nehmen. Wir werden vielleicht im Stream nochmal gucken, was wir für Waffen haben können. Wir werden höchstwahrscheinlich auch hier einen Schalldämpfer ranbauen und etc. pp. Sehr viel werde ich auf jeden Fall vornehmen. Da ich heute ein bisschen länger Fallout 4 streamen werde. So, ich komme rein und dann geht hier gleich schon die Action ab. So. Will du da hoch? Lässt mich nur hoch. Wo ist hier die Treppe? Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Wer? Hier geht's auf jeden Fall nicht hoch. Hier geht's in die Toilette, aber hier ist eine Treppe. Wieso nehmen wir nicht die Treppe, Zero? Die Treppe ist doch eigentlich hervorragend geeignet für unseren Plan. Das ist verdammte Kehle raus! Das war ein großer Fehler! Okay. Die sind ziemlich schnell abgekackt. So. No-Scope, würde ich sagen, vom Feinsten. Muss noch höher. Oh, 40. Schön. Spürst du das? Das nennt man Angst. Was? Hä? Ich glaube, du solltest eher Angst haben. So, hier geht's hoch. Komm, wir machen erstmal das Level ab, bevor ich es wieder vergesse. So, was haben wir denn heute? Waffenfreak haben wir jetzt voll. Wissenschaft müssen wir als nächstes machen. 41 ist es. Ein Level brauchen wir noch. Jetzt haben wir hier Apotheker. Naja, das brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir Ninja echt voll? Was haben wir hier? Eine kritische. Gut. Wohl. Ja. Die Schallgitter verbessern sich. Wie sieht's denn hier aus?
Ach, da brauchen wir auch noch eine Ewigkeit für. Ja, Pistole benutze ich sowieso momentan nicht, ne? Aber später möchte ich auf jeden Fall ein paar mehr benutzen. Deswegen werden wir da auf jeden Fall später nochmal drauf skillen. Ja, deine schallgedämpften Waffen bleibt noch übrig, ne? Mehr haben wir eigentlich nicht. Mysteriöser Fremder, hm. Bonusschaden lässt deine Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht vorm Fliegen. Ja, gut, das ist natürlich nett und nice und so weiter, ne? Schatzsucher. Mehr Kronkorken, Behältern. Ja, wir sind fast fertig, ich glaub's nicht. Deine Flinken, oh. Taschendiebstahl 25% leichter. Aber wir gehen erstmal auf Schalldämpfer. Denn wir wollen hier auch bald einen Schalldämpfer anbringen, ne? Beziehungsweise heute wollen wir den anbringen, glaube ich. Ich glaube, dafür haben wir keinen Wissenschaft 4 oder so, ne? The Fans, gehen wir mal hoch. Oh, ich bin begeistert, Freunde. Ich bin begeistert. Wir sind Level 40 und haben unser Ziel so gut wie erreicht. Bald können wir echt so Zusatzdinger nehmen, die uns einfach nur ein bisschen Spaß am Spiel bringen. Oder mehr tragen. Würde mich auch freuen. So die ganzen tollen Sachen werden wir dann nehmen. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, auch wenn es da nicht mehr so viel zu tun gibt. Mikro noch ein bisschen lauter. Zeit, sie fertig zu machen. Weißt du? Lass mich mein Mikro einstellen, meine Güte. Ich weiß nicht, wieso mein Mikro schon wieder so leise ist. Keine Ahnung, Freunde, es ist mir ein Rätsel. Wobei, vielleicht auch nicht. Kleinen Moment. Das war falsch. Filter. Hä? Ich hab schon knapp 6 Dezibel mehr. Na gut, ich werde das ja sehen, sobald die Aufnahme fertig ist. Dann werde ich das kontrollieren. So, Mila ist aufgestellt und wir hauen hier jetzt ab. Weil wir vielleicht nochmal Mila aufstellen können heute. Das wäre schon mein Wunsch, dass wir das wenigstens fertig kriegen. Wir haben gesehen, als wir ihn beklauen wollten, dass er 2 Milas hatte. Jetzt hat er nur noch 1 Mila. Das heißt, das letzte Mal Mila aufstellen. Ich freue mich. Und ihr habt mir gesagt, ich werde auf jeden Fall gewarnt. Du übertreibst es mit den Camps. Ja, ja. Aber meine Augen. Ich werde gewarnt, falls ich zu weit gehe mit den Quests. Hey, Tom. Hey, bau weitere Milas auf, dann gibt's auch weiter Geld. Ich habe einen Hinweis auf einen neuen Aussichtspunkt, wenn du Zeit hast. So. Aber wenn du dir die neuesten und coolsten sagst. Aha. Ich muss gehen. Reicht hast du. Okay, er hat 4 Milas am Start. Keine Ahnung. Das ist die letzte Mila, die wir derzeit erstmal aufbauen. Dann reicht mir reicht das dann mit Mila. Ganz ehrlich, mir reicht das. Man muss es nicht übertreiben mit Mila. Ach, das war kacke. Geh nochmal zurück. Schnell reisen, Freunde, wir können doch schnell reisen. Was vergessen. So, wir müssen. Ah, da oben. Gut, wir werden einfach mal zum Bunker Hill gehen, zum Bunker Hill. Und von da aus haben wir es leicht. Liegt der Typ gerade? Das ist ein Jetpack, stimmt. Und da, ah, genau, Rüstung. Ah, Rüstungsschmiede können wir noch weiter ausbauen, ne? Das wäre vielleicht noch was, damit wir unsere Power-Rüstung mal langsam mal auf Vordermann bringen könnten. Das ist nicht schlecht. Gute Idee, Zero. Hast du richtig gut gemacht. Genau das könnten wir tun. So, letzte Mal Mila, da habe ich echt keinen Bock mehr. Wieder hoch, oh, ich soll zu den Gunnern. Ja, mein Hund hat irgendwas gefunden, aber es interessiert mich gerade nicht. Ist hier irgendwo ein Fahrstuhl oder so? Ich was hören. Von da aus könnte ich rüberkommen. Habe gerochen, oh! Oh, ein legendärer. Heilige. Ich hab nur das Sternchen gesehen und dachte nur, what the fuck? Kreuzschlüssel. Oh oh. Ich sollte mal einen Schritt zurückgehen. Hundi! Psst. Mal darüber bitte. Schau mal nach. Was? Er kommt von der Seite! Hundi! Hundi, er kommt von der anderen Seite! Okay. Wollte ihn eigentlich so töten, um zu gucken, was ich bekomme, aber hey. Wo seid ihr denn alle?
So, hier geht auch nichts in die Luft jetzt, oder? Ich hab ein bisschen Angst, wenn da irgendwo so ein Selbstmörder hochgeht. Dass hier zum Beispiel dieses Auto in die Luft gehen könnte. Scheiße, jetzt habe ich eine Waffe mitgenommen. Oh Gott, das Auto geht wirklich in die Luft. Hallo. Ich ziehe mir nur mal kurz was zu essen rein, ja? Wir können jetzt voll einen auf Randale hier machen. Na gut, wir sind jetzt gerade in einer Gegend, die jetzt etwas schwächlicher ist. Wir sollten eigentlich so langsam mal voranschreiten, habe ich so ein Gefühl. Gegrillt. So langsam wird es Zeit, in die gefährlicheren Gefilde aufzubrechen, denke ich mal. Wir sind halt die ganze Zeit zentral, wo die ganzen Billiggegner sind. Und da glaube ich einfach, es wird langsam Zeit. Nein, das bin definitiv nicht ich. Oh, wie episch er noch runterfällt. Von der anderen Seite festgekettet. Widerlich. Komme ich da jetzt am besten hoch? Gibt's auf jeden Fall einen Fahrstuhl, der nicht funktioniert, oder? Oh. Gut, nehmen wir die Treppe. Meine Güte. Stellt sich aber auch an, Zero. Hält dich fit. Außer beim Hund, der stirbt. Hey! Wie wurde ich von hinten getroffen? Hier geht voll die Action ab. Zero interessiert's nicht. Zero will nur aufs Dach. Schon wieder ein legendärer. Gott, das, aber so ein bisschen knapp, würde ich sagen. Aber wenn wir ziemlich hier durchpreschen können. Das Problem ist immer noch, dass wir ziemlich wenig Leben haben, wenig einstecken können. Reduziert den Schaden beim Stehen und nicht bewegen. Ja, kennen wir schon. Ist jetzt nichts Neues. Gehen wir hoch. So, nochmal einen Moment zu schleichen, wobei ich die haben mich sowieso entdeckt, ganz ehrlich. So. Einen muss ich noch nach oben. Oder auch nicht. Ha! Ausgetrickst. Okay, da fliegt meine Munition weg. Kann ich das von unten heraus? Ach, come on! Jetzt kann ich wieder rum. So, kann ich das von unten heraus machen? Dass ich irgendwie einfach hochspringe und... okay. Ich springe nicht wirklich sehr hoch. Aber wie kommen wir noch höher? Wo ist der Fahrstuhl hin? Ob ich da runterspringen kann? Oder aufs Maul zu bekommen? Ich bin mir da nicht so sicher. So. Wieder aufgestellt, ihr könnt mich alle mal... Was gibt's hier so Schönes? Autos? Ja, ist schon mal ein Anfang. Aber ich glaube, sonst ist hier großartig nichts mehr zu finden. So, wir geben jetzt die Mila-Quest ab, weißt du, und das war's. Wir nehmen eine andere Quest an. Ich möchte mal rausziehen, woanders hingehen, nicht immer nur denselben Kram machen. Es wird mir selbst langsam zu oll hier. Vor allem, weil die Gegner auch viel zu schwach sind. Es läuft mehr, als man mitbekommt. Vertrau mir. Er hofft Nudeln zu essen, mit Stäbchen. Wer tut denn sowas? Entschuldigung. Hey, bau weitere Milas auf, dann gibt's auch weiter Geld. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen aufbauen kannst. Ich glaube, das geht unendlich weiter. Aber wenn du dir die neuesten und coolsten Sachen anschauen willst, kein Problem. Ja, ich bin offiziell überladen. Aber ich würde gerne tatsächlich diese Folge noch ausharren. Wäre so mein Wunsch. Wir legen einfach nur ein bisschen Kleidung ab. Was war da gerade für eine zweite Quest? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Spectre-Uniform. Hey, wir haben 6665 Kronkorken. Ich brauche nur einen Kronkorken. Dann kann ich einen Screenshot machen.
So, ich hatte doch irgendwas einfach gesammelt, was nicht so schön war. Billardkö können wir heute verwenden, ne? Überall Sternchen sehe ich nur. 200 was Schaden? Gaussgewehr? Heilige. Aha. Aber es verbraucht wahrscheinlich sehr viel Munition, oder? Du musst vorsichtig sein. Nee, immer nur ein. Das Institut ist überall. Freunde, diese Waffe werden wir heute umbauen. Alter Schwede. Du kannst aber weg. Wieso trage ich so extrem viel? Ach Gott. Postbotenuniform. Wieso habe ich eine Postbotenuniform? Wo kommt die Scheiße her? Mann, ich muss doch irgendwas ablegen können. Irgendwas. Ablegen. Habe ich vielleicht irgendwas Schweres dabei? Wert, Gewicht, Gewicht, Gewicht. Weil woher kommen die plötzlich? Habe ich eine Krankheit bekommen? Nicht wirklich. So. Ja, komm, scheiße Aluminium hier. Einfach nochmal 3 Gewicht. Nochmal 3 Gewicht. Kochplatte. Glühlampe. Mikroskop. So, das reicht mir. Wir machen heute eine andere Quest. Oder wir starten eine andere Quest. Aufgaben. Geh zu Dr. Garrington zum toten Briefkasten. Unterschlupf. Wir gehen mal zu Dr. Garrington. Wir wollen ja erstmal die Quest von denen hier fertig machen. Und dann gehen wir nämlich. Upsi! Dann gehen wir nämlich rüber zu der Bruderschaft und machen da noch ein paar Quests und hast du nicht gesehen. Das gefällt mir doch. Wieso nicht gleich so? Ein bisschen weiter weg. Ganz entspannt. Und oh mein Gott, dieses Gaussgewehr, wenn wir das in legendärer Form finden könnten. Oh. Wo habe ich das überhaupt her, sag mal? Ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist geil. Aber ich werde es momentan nicht verwenden. Das wird unsere fette, fette Sniper, ich sag's euch. So. Wir laufen hier einfach an einem vorbei. Ich weiß, hier sind ganz viele... Na, Ghule. Oh, die interessieren mich nicht. Wir wollen jetzt mal ein bisschen was erleben. Ein bisschen was von der Welt sehen. Deswegen laufen wir einfach mal lang hier. Ich versuche wirklich, so wenig Orte jetzt wie möglich zu entdecken. Das Problem ist einfach nur, dass viele Quests zu diesen Orten führen. Und dann laufen wir halt nochmal durch. Und nochmal. Und nochmal. Das möchte ich nicht. So. Wie kommen wir hier ungeschoren jetzt vorbei? So. Also bisher sind meine Problemgegner nur noch die Red Skorpione. Vielleicht wird sich das auch irgendwann ändern. Ich meine, am Anfang waren das die Ghule. Am Anfang waren Ghule mein Problem. Moment, Fliegen sind immer noch mein Problem. Fliegen sind mein größtes Problem. Nicht, weil sie irgendwie besonders stark sind, sondern weil sie klein sind. Weil sie klein sind und Gift haben. Das ist richtig widerlich. Oh, eine Plasmamine. Okay, nur die eine. Baker? Wer ist denn Baker? Hoppla. Das wurde irgendwas Atombombenartiges runtergefallen. Wer ist Baker? Was war das gerade? Wurde ich angeschossen? Oder hat man versucht, mich anzuschießen? Ich glaube, das ist der Sniper aus Fallout 3. Also ein ähnlicher Sniper. Moment.
Audio. Musik ist doch schon so weit unten. Verstehe ich nicht. Trotzdem möchte die Musik immer noch lauter. Irgendwas Sniper da, glaube ich, oder so, ne? Nee, das sind Raketen. Ah, die fighten da wieder mit irgendjemanden. Aber ich schleiche mich hier eiskalt vorbei. Am besten in das Haus hier. Hallo? Nice. Bitte keine Überraschung von Minen. Bitte keine Minenüberraschung. Der tote Briefkasten, da haben wir ihn noch. Amsel. Meldung. Kann ich den nicht irgendwie von hier aus reintun? Sortieren? Spieler? Nee. Na gut. Ja. Ich stehe ja schon auf. Ich habe meinen Hut gar nicht an. Da, jetzt geht's mir besser. So, diverses. Amselmeldung ganz oben. Oder auch nicht. Ah, was machen? Blackbird gesichtet. Schwer verwundet. Zu viele Gegner für den Läufer. Bitte Unterstützung vom Hauptquartier. Kommt mir das jetzt nur so leise vor? Moment, ihr seht jetzt meine Maus, weil ich hier ein bisschen rumhanddoktertiere. Keine Ahnung. Irgendwie, ich habe so ein ganz komisches Gefühl bei dieser Aufnahme, als würde alles total leise sein. Naja. Gut, und schon können wir wieder zurück in die Stadt. Toll, oder? Ah, da waren wir auch schon mal. Seht ihr? Das meine ich damit. Wir landen ständig bei irgendwelchen Orten, wo wir auf jeden Fall schon mal waren. Aber Freunde, ich glaube, ich mache hier erstmal den Cut für heute, weil ich bin mir mit dem Ton nicht sicher, Freunde. Ich bin ganz ehrlich, ich bin mit dem Ton derzeit nicht zufrieden. Jedenfalls laut meiner Anzeige aussehen wollte ich sowieso in den Stream gehen und da wäre es perfekt, wenn wir das Ganze ein bisschen kürzer halten. Und ja, viele von euch sind sowieso noch, ach, ich bin schon wieder hier, ne? Viele von euch sind sowieso noch nicht so weit bei dieser Folge. Und da ist das ganz gut, auch mal ab und zu mal so eine kleine Folge zu machen, ne? Oh Mann, komm zurück, ich hatte gerade voll den Spaß. Oh. Legendärer Raider. Hallo. Okay, die machen wir doch kaputt. In dem legendären Raider. Na, oh, war ja klar, dass ihr wiederkommt, ne? 10 mm Pistole. Mal, ja. 25% Schaden und Körperteilschaden. Jedoch höherer Rückstoß. Das ist mir egal. Gut, Freunde, ich würde sagen, das kann man tatsächlich gebrauchen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge oder heute im Stream, den ihr wahrscheinlich erst vorher seht und danach diese Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.